Hallo Leute, schön, dass ihr auf unserem JMB Aircraft YouTube-Kanal vorbeischaut. Heute sehen wir uns den Rotax 915 IS Motor an. Und hier spezifisch das Zusammenspiel der beiden Lichtmaschinen. Das 915 IS Triebwerk verfügt über zwei Lichtmaschinen, Generator A und Generator B. Beide haben je spezifische Funktionen, die wir im Folgenden zunächst unter normalen Betriebsbedingungen erklären wollen. Danach werden wir besprechen, was passiert, wenn wir einen der beiden verlieren oder auch den äußerst unwahrscheinlichen Fall, dass beide ausfallen. Im normalen Betrieb versorgt Generator A den Regler A und von dort die Benzinpumpen 1 und 2 und danach die ECU. Auf unserem Diagramm seht ihr unter der ECU Lane A und Lane B. Diese Lanes haben mit dem Generator selbst nichts zu tun und werden in einem separaten Video erklärt. Nun zum Generator A. Er ist zuständig für die Energieversorgung des Motors. Das ist die einzige Aufgabe von Generator A. Der Generator B hingegen versorgt den Regler B und danach direkt die Batterie. Sobald die Batteriespannung ihren Sollwert erreicht, dient der Generator B nur noch dem Ladungserhalt. Wenn wir also unsere VL3 starten und dazu den Master- und Avionics-Schalter aktivieren, ziehen wir zunächst reine Batterieleistung. Wenn der Motor dann läuft, wird die zuvor verlorene Batterieladung mit einem positiven Ladestrom kompensiert. Sobald ausreichend Batteriespannung anliegt, geht der Ladestrom auf 0 zurück. Gelegentlich sieht man im Betrieb 1 Ampere Ladestrom zur Ladeerhaltung der Batterie, die im Normalbetrieb ausschließlich von Generator B stammt. Was passiert also, wenn Generator A ausfällt? Zunächst einmal sicher kein Motorausfall. Generator B wird die Rolle von Generator A übernehmen, indem er über den Regler B und die Sicherungsbox die Benzinpumpen 1 und 2 sowie die ECU und natürlich auch den Motor versorgt. Wenn wir unter diesen Umständen ohne Generator A auskommen müssen, ist Generator B nicht mehr in der Lage, einen positiven Ladestrom an die Batterie zu liefern. Das bedeutet, dass unsere Avionik, unsere Beleuchtung und alle Stromverbraucher im Flugzeug jetzt ausschließlich von der Batterie versorgt werden, die noch dazu keinen Ladestrom mehr erhält. Wer allerdings zum Beispiel ein Garmin G5 im Cockpit verbaut hat, ist hier fein raus, weil dieses Gerät über eine eigene Backup-Batterie verfügt, die für eine autarke Laufzeit von 2 bis 4 Stunden sorgt. Nun, was passiert also, wenn beide Generatoren A und B ausfallen? Fallen sie gleichzeitig aus, haben wir zunächst mal einen Motorausfall. Haben wir genug Höhe und ausreichend Zeit, können wir den Backup-Batterieschalter aktivieren. Der sorgt dafür, dass die Batterie die Benzinpumpen 1 und 2, die ECU und den Motor direkt mit Strom versorgt. In dieser Situation ist es eminent wichtig, alle unnötigen Verbraucher auszuschalten. Wenn man also unter VFR-Bedingungen fliegt, sind das zum Beispiel alle Navigations- und die Landelichter. Hat man zum Beispiel zwei Garmin G3X verbaut, kann man einen der beiden ausschalten, um damit die Reichweite unter reiner Batteriepower ein wenig zu erweitern. Und zum Schluss, danke fürs Zuschauen. Wir hoffen, dass ein wenig klarer geworden ist, wie die Lichtmaschinen im Rotax 915 IS funktionieren. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, freuen wir uns über eure Kommentare, die wir gerne schnellstmöglich beantworten.